Hallo ihr Lieben. Ja, jede gute Fahrt beginnt mit einem Kaffee und einem Tracker. Ja. 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 Haben wir da? Wir sind auf dem Weg und zwar nicht mit dem Wohnmobil, sondern wir sitzen in einem PKW. Freitagmittag und wir sitzen in einem PKW. In einem HW. Ja, in einem Leih-HW. Und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr gleich. So, runter von der A1 rauf auf die A29. Das heißt schon mal, wir sind Richtung Norden unterwegs. Ja. Ja, in unser liebstes Bundesland. Also mein liebstes Bundesland. Niedersachsen. Ja. Niedersachsen, genau. Kaum auf der 29 angekommen ist das Wetter, wie es in Niedersachsen so ist, ne? Regen. Es regnet, zeige ich euch jetzt mal. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Denken bestimmt alle, die fahren zur Platte. Aber wir sind doch gar nicht im Wohnmobil unterwegs. Wir sitzen noch im PKW. PKW? Ja, also was fehlt, der Fred fehlt. Und deswegen fahren wir nämlich jetzt zum Fred. Der ist nämlich in der Schönheitsklinik, beim Schönheitschirurgen. Und jetzt gehen wir den Fred abholen, nachdem er lange nicht bei uns war. Ferienort. Im Ferienort. Du bist ja süß. Im Ferienort. Guck. Da. Bitte in 250 Metern rechts abbiegen in die Straße Stroterkamp. Wir haben schon Feierabend, ne? Ich hab ihn gesehen. Jetzt und der soll da aber auf dem Stellplatz stehen. Ich hab ihn gesehen, ich muss bremsen. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, jetzt wird er nicht so hektisch. Jetzt rechts abbiegen in die Zielstraße. Der soll auf dem Stellplatz stehen. Der Fred. Fredchen. Ich sehe ihn. Der steht nicht auf dem Stellplatz, der steht vorm Stellplatz. Sie haben das Ziel erreicht. Da steht das Ziel befindet sich auf der linken Straßenseite. Da ist der Fred. Der Fred. Pack schnell neben dem Fred. Unser Fred ist wieder bei uns, ne? Ja, er ist wieder da. Der Firma Elas hat uns den rausgestellt. Wir haben jetzt mit dem Zweitschlüssel holen wir den jetzt hier ab. Ja. Wir kommen aber morgen früh wieder. Ja. Denn der Herr Elas möchte ja auch seinen Autoschlüssel wieder haben. Wir haben uns den Fred hier rausgestellt. Wir könnten auch da, direkt hier bei Elas gibt es einen Stellplatz. Da haben sie auch gesagt, ihr könnt die Nacht da schlafen und so. Aber wenn wir an der Nordsee sind, ne, da möchte ich auch Schiffe sehen. An der Elbe. An der Elbe. Ja. Die Münde dabei in die Nordsee. Da fahren wir jetzt hin. Ja, wir haben ja in einem Video gesagt, dass wir Probleme mit dem Fred haben. Ja. Auf die Probleme gehen wir jetzt hier aber nicht Nein. ein. Aber keine Sorge, keine Sorge. Morgen wird alles geklärt. Ja? Da kommt ein Wohnmobil und meine Hunde sind weg. Da welche gekommen, die heute Nacht hier schlafen wollen. Ja. Und wir gehen jetzt einkaufen, den Kühlschrank wieder voll machen. Genau, wir gehen jetzt den Kühlschrank voll machen, schlafen an der Elbe und kommen morgen früh wieder. Und dann hoffen wir, dass der Herr Elas ein bisschen Zeit für uns hat oder der Herr Boot. Und dann erklären wir euch alles, was mit dem Fred passiert ist. Genau, so, ja. Los geht's. So, mein Schatzi, den Fred abgeholt und sind wir wieder in deiner Christkindstadt, oder was hast du ja, mir erzählt? Richtig. Du hast mir nicht geglaubt. Es ist aber wirklich so. Himmelpforten. Ja.
Ja, Wetter ist Sonne. Wir haben 19,5 Grad. Ist es schöner geworden, ne? Also vorhin hatten wir ja auf der Hinfahrt Regen und jetzt ist schön. Jetzt ist fein. Jetzt ist fein und wir sind glücklich und fahren mit dem Fred. Ja. Und wo kann man sich am besten vom Kranksein erholen? Weil so ein bisschen angeschlagen sind wir noch, ne? Mhm. Also wir sind negativ, wir sind auch schon lange negativ und ich war auch schon wieder arbeiten, du warst auch schon wieder arbeiten. Und aber wir spüren das noch so ein bisschen in den Knochen, ne? Ja. Also wir merken, wir sind noch nicht ganz so fit und noch nicht ganz belastbar. Aber wir finden, für uns können wir uns am besten im Wohnmobil beim Camping erholen. Das stimmt. Ja. Zu Hause die Couch, ehrlich gesagt, die Couch und mein Bett kann ich auch nicht mehr sehen, du auch nicht. Also ich glaube, wir waren noch nie so lange hintereinander auf der Couch. Oh Gott, echt, das war schlimm. Ja, aber wie gesagt, wir sind wieder auf Tour und das ist das, was unser Leben ausmacht. Das haben wir ja jetzt gemerkt, wo wir halt nicht unterwegs waren. Das ist nicht so unseres, ne? Also wir sind gerne unterwegs und auf Tour und im Wohnmobil, das sind einfach wir. Ja, einmal Camper, immer Camper. So sieht's aus. Richtig. Fahren wir wieder durch Stade, ne? Stade ist schön. Ja. Ja. Wir waren jetzt einkaufen. Kühlschrank ist wieder ein bisschen gefüllt. Ja, das ist ganz praktisch. An der B73, da findet man immer genügend Einkaufsläden, wo man Lebensmittel kaufen kann. Und wir wollen aber nicht in Stade bleiben, denn unser Ziel ist ein anderes. Und danach sofort. Obwohl Stade wirklich schön ist, ne? Ja. Links groß. Oh, drehen. Weil ich gequatscht habe. Ja. Entschuldigung. Eine Manöver abgeschlossen. Und jetzt halte ich einfach mal die Klappe. You're keeping me on. Yeah, I'm strapped in. Stuck in a song. Oh, noch 3,3 Kilometer. Dann haben wir unser Ziel erreicht und hoffen, wir kriegen einen Stellplatz. Da bin ich auch gespannt. Ah. Wir waren da ja schon mal. Wir waren da schon mal, aber tatsächlich ohne Kamera. Aber wir hoffen, dass wir euch den Platz noch vorstellen können. Wo sind wir genau? Wir sind nicht in Cuxhaven. Wir sind nicht in Stade. Nein, wir sind in Grünendeich. Im alten Land, genau. Hier kommen die leckersten Äpfel und die dunkelrotesten Kirschen her. Und ja, da sind wir jetzt. Man sieht schon hier, wo wir fahren, den Deich. In 300 Metern links abbiegen in die Straße. Und das heißt, da wo der Deich ist, da steht man auch ziemlich nah an der Elbe. Ne? So, und jetzt drückt uns die Daumen, dass wir noch einen Platz kriegen. Wir sind ganz spät dran. Wir haben es jetzt gleich 20 Uhr. Ist ja eigentlich keine Uhrzeit, um an einem Freitag an einem Stellplatz anzukommen. Und was ich noch anmerken muss, bei uns im Ruhrgebiet war es total warm. Hier, das ist alles, aber nicht warm. Nee. Und wir haben beide noch eine kurze Hose an. Ich glaube, ich hab Hunger. Klamottenwechsel muss auch noch stattfinden. Ja, wenn du viel Glück hast, und zwar richtig viel Glück, dann kriegst du erstens noch einen Stellplatz. Und zweitens hat die Fischbude noch geöffnet. Ja, wir schauen mal, wie viel Glück wir heute haben. Turn off. Like a merry-go-round. My head is spinning. I see you rapping about. I'm sure as hell not. Da sind noch so viele Stellplätze frei. Da. Stellplatz Was? Bekommen. Ja. Fischbude hat geöffnet. Ja. Also koche ich heute nicht. Nee. Wir haben eigentlich eingekauft, damit ich koche. Aber okay, wenn man schon mal an der See ist, dann kann man auch mal einen Fisch essen. Auf jeden Fall. So, ich würde sagen, ich mache den Fred gemütlich und du gehst uns Abendessen besorgen. Yes. Was möchtest du? Fisch. Mit Pommes oder Kartoffelsalat? Also ich hätte gerne Pommes, ich würde aber alternativ, also am allerliebsten hätte ich Bratkartoffeln. Wenn die keine Bratkartoffeln haben, dann hätte ich gern Pommes und im äußersten Notfall einen Kartoffelsalat. Okay.
Hast du ihn noch erwischt? Ja, hab ich noch. Gott sei Dank. Die ist leise, ne? Die ist total leise, aber die war jetzt auch so schnell hier durch. Aber die kennen wir, ne? Die MSC Magnifica, ne? Ja, die genau, haben wir schon mal gesehen. Und ich glaube, in Hamburg haben wir die gesehen. Ja. Und sie kommen gerade von Hamburg. Mhm. Und wer jetzt gerade in Cuxhaven steht, der wird die gleich noch in Cuxhaven sehen. Die fährt nämlich die ganze Elbe durch, bis sie bei Cuxhaven in die Nordsee fährt, ne? Mhm. Und wer weiß, wo sie dann landet. Wer weiß, wo sie landet. Wer weiß, wo sie landet. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? So, und zum Abschluss. Deins blubbt gar nicht. Meins blubbt nicht. Meins ist zweite Wahl. Prost, mein Schatz. Ob das jetzt alles besser wird. Ja, dass wir wieder gesund sind und alles gut ist. Ja, war schon echt eine beschissene Zeit. Ne? Ja. Also, und jetzt freue ich mich einfach, dass wir hier sind am Wasser. Und Nordseeluft ist sowieso für alles gut, oder? Das stimmt. Prost. Ach so, bin noch nicht so weit. Haben wir nicht schon angestoßen? Weiß ich nicht. Prost. Da wird aber langsam Zeit. Ist schon 10 Uhr. Die Betten sind immer noch nicht fertig. Ja, wir haben ja nach Kroatien, weil wir uns nicht so gut gefühlt haben, nur kurz die Bettwäsche abgezogen, weil wir gedacht haben, die muss jetzt mal gekocht werden. Ja, die muss gekocht werden, genau. Ja, und da wir ja mit dem PKW hier hingefahren sind, um den Fred abzuholen, haben wir natürlich nur eben schnell die Bettwäsche ins Auto gepackt und hatten jetzt noch keine Betten bezogen. Ja, weil du wieder die ganze Zeit draußen sitzen musstest hier. Ja, immer am Wasser sitzen, ne? Ja, für mich gibt es nichts Größeres. Und du hast eine Flens getrunken, ne? Ja, trinke ich auch nie, ne? Du bist schon betrunken, ne? Nee, ich kann auch Betten beziehen. So betrunken bin ich noch nicht. Ja. Nee, aber ja, ich hätte nicht noch mal in dieser Bettwäsche schlafen können. Ne? Nee. Also da mussten wir die erst einmal frisch machen. Ja, und deswegen werden jetzt Betten bezogen, weil jetzt gleich ist schon Hunde-Pipi-Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch so habt. Also bei uns gibt es ganz feste Zeiten. Und die Mädels wissen das auch, als wenn die so eine innere Uhr hätten. Ne? Mhm. 22.15 Uhr ist völliges Theater, weil die dann raus wollen. Ja, und da es jetzt 22 Uhr ist, habe ich 15 Minuten Zeit, die Betten zu beziehen. Was machst du jetzt da? Komm mal mit dem Kopf da rein. Hallo. Also wenn ich abends, also wenn ich heute Nacht was höre, man hört hier die Fische. Die Fische? Nee, keine Fische. Vielleicht doch ein Flens zu viel. die Schiffe hört man ganz laut. Ja? Guck mal da raus, da kannst du direkt auf die Elbe gucken. Fallen mir nicht die Treppe runter. Oh, jetzt hat Bäumchen aber vor. Andere Seite, dann guck nach da. Ja, aber ich höre das Schiffchen da hinten noch. Das ist schon cool hier. Das ist echt cool. Und hier sind wirklich immer noch Leute. Ja, so um 10 immer noch. Wir haben heute nicht mal wirklich Wetter. Nö. Oh, oh, alter Mann. Erkältungsgeschändet, aber alter Mann. Ah. Gibt's was Schöneres als frische Bettwäsche? Nee. Du hast aber jetzt an dem Inlet gerochen, ne? Nee, hier. An der Bettwäsche. Hast du da nicht im letzten Video beim Kastenwagen gesagt, du hast die Eimer für... Ja, das ist die, ne? Ja. Das ist die für den Fred, ne? Genau, das ist die für den Fred, weil der Fred ja beige ist und der Kastenwagen ist grau, deswegen habe ich die in grau. Ich mag diese Bettwäsche wahnsinnig gerne. Da haben wir ja viele Kommentare gekriegt, ne, weil du mit dem Kissen die Kaffeetasse umgekippt hast, ne? Passiert. Also wenn man mit mir unterwegs ist, muss man mit sowas rechnen. Das stimmt. Ja. Ich gehe Fernsehen gucken. Ja, viel Spaß. Erste Nacht wieder. Ja. Ja, wir sind ein bisschen später losgekommen, als wir gedacht haben, denn
wir wollten eigentlich so gucken, dass wir um 9 Uhr bei Elas sind. Aber du hast heute Morgen schon ein kleines Migräneproblem gehabt, ne? Es ist ja wirklich so, man kann das nie vorhersagen, ne? Wann das bei dir soweit ist und wie schlimm und wie schlecht es wird. Heute Morgen, toi toi toi, hast du das relativ gut in den Griff gekriegt. Mit ein bisschen Frühstücken, Kaffee und einer Migränetablette. Und jetzt ist es 20 nach 9 und wir sind jetzt gerade losgefahren. Tja. Was gibt es? Hä? wir fanden das ja alles so süß, was die gemacht haben und wie die das gemacht haben und dass die sich so toll um uns gekümmert haben. Und deswegen möchte man auch nicht mit leeren Händen da ankommen. Und jetzt gibt es eine Schokolade, da muss ich aber noch schön was draufschreiben. Und dann gibt es ein Tässchen von uns noch dazu, damit die uns nicht mehr vergessen. Die vergessen uns eh nicht, weil wir furchtbar sind. Nein, Quatsch, war ein Spaß. Aber wie gesagt, also ich bin immer so, und du ja mittlerweile auch, ne? Das habe ich dir ja so ein bisschen angewöhnt, dass wenn man Danke sagen muss, dass man immer was dabei hat, ne? Ja. Zum Danke sagen. Das stimmt. So, jetzt habe ich alles fertig und jetzt fahren wir los. I heard a ringing bell this morning. And it woke me from a dream. Dream, I heard a warning saying, leave the rest, take only what you need. So keep on singing to those who listen. Yes, you can make it. So, dann sind wir jetzt im Auto mit, ja, mit dem Chef, der uns alles wieder lieb gemacht hat hier. Genau, genau. Also, das Problem an unserem Fred waren ja Ablösungen am Dach, ne? Also nicht am Dach, was sagt man am Dach? Nein, GfK. An diesem, der Himmel, am Himmel war das, genau, Problem, genau, ne? Wir hatten Probleme, dass sich in einem ganz bestimmten Bereich, im Bad, zwischen Bad und Dusche, das GfK leicht, aber Fakt ist, gelöst hat. Das hat sich gelöst. Und das konnte man auf den ersten Blick nicht sehen. Das ist wirklich ein Einzelfall. Wir haben diverse von den Autos. Das haben wir noch nicht gehabt. Wir haben es dann ja auch eurer gemeldet. Die sind auch aus allen Wolken gefallen, waren sofort bereit zu sagen, pass auf, das geht gar nicht. Wir nehmen das Auto rein, wir bauen ein komplettes Dach neu rauf. Dazu muss dann die Rückwand da auch gemacht werden. Das war kein Thema für den, das war den eher mega peinlich. Das war für uns aber keine Option. Super gut, aber es war für euch keine Option. Und deswegen haben wir hier gemeinsam eine Lösung gefunden und da habt ihr auch einen super Vorschlag gemacht. Mensch, die Stelle ist relativ klein, warum nehmen wir diese Stelle nicht raus und ersetzen sie über ein Heki? Und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Ja. In der Position haben wir sehr viel Licht reingekriegt und wir konnten eben, während wir das rausnehmen, auch gut prüfen, ist weiterhin noch irgendwas lose oder nicht. Und in dem Moment ist es das nicht. Das ist so eine einwandfreie Lösung. Und für uns ist es ja auch wichtig, dass wir das Auto dann nachhaltig weiterverkaufen können, ohne dass wir sagen, Mensch, ich habe Bauchschmerzen in 3 Jahren. Da passiert was, da löst sich was, das sehe ich hier nicht. Also das ist eine technisch hundertprozentige Lösung, ohne jetzt diesen Aufwand zu machen, weil wir ja vielleicht auch so ein bisschen Bauchschmerzen haben, in einem neuen Wagen einfach mal eben so ein Dach runterzunehmen, auch wenn es jetzt im Werk gemacht wird, natürlich. Ja. Ja. Aber wir wissen alle aus dem Pkw-Bereich, wenn ich mal eben so ein Seitenteil oder sowas rausschneide, so toll wird es nie. Irgendwo. Richtig. Das heißt, nie ist nicht wahr, aber so schön ist es vielleicht nicht, wie es in der Produktion eingepflegt wird. Und so haben wir das Auto komplett in der Produktion, Situation und Position gelassen. Und wir haben das Ergebnis, was wir mit einfachen Mitteln gut darstellen konnten.
Wahnsinn. Wir sind glücklich. Wir sind total glücklich. Also als wir gehört haben, der soll ins Werk und das Dach wird abgenommen, haben wir gedacht, um Gottes Willen. Und wir auch ohne Wohnmobil, das ist unvorstellbar. Ne? Nein, Herr Ehlers hat ja gesagt, wir kriegen ein vergleichbares Fahrzeug. Das stand ja hier für uns. Ja, ne? Genau. Ach ja, dann war noch das Angebot, dass wir ein anderes Wohnmobil nehmen können, aber das hätte dann eine Elsitz-Gruppe ja, gehabt. Ja, weil wir momentan leider nichts anderes liefern können. Genau. Es ist im Moment nichts verfügbar und also haben wir gesagt, der Fred muss bleiben. Und das finde ich die optimale. Es sieht wirklich aus, als wäre die Luke immer schon da gewesen. Und wir haben vorher gesagt, das ist ein relativ dunkler Bereich gewesen im Wohnmobil. Ja. Und das bringt jetzt so viel Helligkeit und Licht rein. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also ich bin voll begeistert. Ich bin auch von der Arbeit von deiner Crew hier begeistert. Und ich weiß aber auch, dass du immer die Finger da drin hast und das alles immer sehen möchtest und immer alles kontrollieren möchtest. Kleiner Perfektionist, glaube ich, ja, oder? Ja, das ist aber ja gut. Das ist ja in Ordnung. Am Ende zählt ja nur, was sagt der Kunde, bin ich damit zufrieden oder nicht. Mhm. Weil für uns, wir kochen alle nur mit Wasser. Ob eure, ob wir, ob irgendein anderer Händler. Wir kochen alle nur mit Wasser. Wir müssen nur sehen, dass wir die Siedetemperatur glatt halten und dass wir keinen Deckel oben drauf machen müssen. Und dann ist es alles, dann ist es in Ordnung. Ich denke, da können wir gut mit leben. Perfektionist ist eins, ordentlich muss es sein und nachhaltig. Das stimmt. Und das ist es. Also wir sind hier gestern Abend mit einem Lächeln angekommen, als wir das erste Mal hier reingeguckt haben und haben gedacht, ja, das ist super. Schön. Ja, wir möchten auf jeden Fall Dankeschön sagen. Also wir fühlen uns hier super gut aufgehoben. Also vom Herrn Boot, den man ja auch mal erwähnen muss, mit dem der Holger ja ständig irgendwie im Kontakt stand, der ganz viele Sachen und Ideen hatte und mit dir ganz viel kommuniziert hat. Bei Ihnen natürlich, dass Sie so sofort bei uns waren und gesagt haben, eine Dachluke, das machen wir. Und mit eurer den Kontakt gehabt haben. Und ja. Da war eurer ja nun auch sehr offen. Wir konnten die direkt anrufen im selben Moment, haben im selben Moment eine Antwort gekriegt. Brauchen nicht viel mailen und machen und tun. Eine sehr entscheidungsfreudige Art. Und das ist eben das Schöne in dem Haus, dass wir da direkte Ansprechpartner haben und eine Entscheidung. Die Entscheidung, da wart ihr bei 3 Minuten. Hm, das stimmt. Da war alles geklärt, ohne viel Kasperkram und war absolut kein Kindergarten. Und das hört man bei anderen Händlern, anderen Herstellern anders. Ne? Da muss da erst hingemailt werden, die Antwort dauert 3 Wochen, dann dies, dann das. Das war wirklich eine klare Sache. Innerhalb von einer halben Stunde war alles geklärt. Ja, dass die Abwicklung da in der Garantieabteilung funktioniert schon sehr gut. Also auch wir haben ja andere Fabrikate und andere Marken. Mhm. Und da sind viele sehr, sehr schwerfällig. Da sind wir schon froh hier bei dem Hersteller. Das passt. Super. Alles klar. Perfekt. Wir sagen nochmal danke. Dankeschön. Ich bin weg. Ja. Tschüss. Danke, ja, ihr Lieben. Weiter geht die Reise. Nachdem wir uns jetzt bei Ehlers mobile Welten so verquatscht haben, ne, geht's weiter. Wo fahren wir denn hin, Schatzi? Oh, ich glaube, wir sind ja jetzt mal wieder hier oben. Da fahre ich mal zurück in meine Heimat. Ja, ab geht's für uns Richtung... Es ist nicht unser offizielles Zuhause, aber es ist unsere Heimat im Herzen, ne? Also ab auf die Platte. Alle Straßen gesperrt, müssen wir voll Umwege fahren. Mhm. Naja, aber wir fahren gern durch Cuxhaven. Machen wir eine Ehrenrunde. Nee. Hast du den Bauch wieder vollgeschlagen? Yes. Ja? Wetter ist besser geworden, die Sonne ist da.
Ja, der Wind hat ein bisschen nachgelassen. Ja. Es war vorhin sehr, sehr windig, aber wir waren in Schönessen. Und wen haben wir hier wieder getroffen? Ja, die Jenne. Die Jenne! Jeder braucht eine Jenne! Die Jenne ist hier! Hallo Jenne! Hallo. Was macht ihr denn hier? Hast du auch lecker gegessen? Oh ja, das war lecker. Und das von Sönke war nicht so lecker, ne? Nee. War ganz schön salzig. Der Koch war verliebt. Ich muss ein bisschen mehr trinken. Ja. Der Koch war verliebt. So. Gehen wir gemütlich nach Hause. Nein, nicht nach Hause, sondern ins Mobil. Ins Mobil, okay. Okay, gehen wir mal gucken hier. Morgen, ihr Lieben. Wir hatten eine schlechte Nacht, weil... Ja, den haben wir nicht gehört, aber wir hatten eine schlechte Nacht, weil hier einer eine Seebäderbrücke gestern noch angelegt hat. Und der hat was ist das? Was hast du gesagt? Das Stromaggregat? Ja, das wird sein Stromaggregat sein. Der Motor, ne? Der Motor vom Strom. Ja. Also der war sehr laut, ne? Ja. Der war echt sehr laut. Ja, wir haben uns hier wieder gemütlich gemacht, ne? Ja. Hier, die aus dem Norden kommen, die haben ja gar keine Probleme. Die stellen wir in den Tisch auf und die Pfanne steht auf dem Tisch mit Rührei. Ja. Und die sitzen auch bei dem T-Shirt. Sitzen da. Bei dem T-Shirt da, genau. Und Jenne natürlich wieder ohne Socken, ohne alles. Läuft, ne? Läuft, ist läuft. Es ist gerade wärmer als bei mir zu Hause. Und bei uns gibt's Toast, ne? Bei uns gibt's Toast. Ja. Frühstück? Frühstück. Warum haben wir nur einen kleinen Tisch? Weil du gesagt hast, du kommst gerade nicht an den großen dran. Genau. Das ist, glaube ich, Faulheit gewesen. Kann auch sein. Ja, würde ich sagen, ne? Ist das mit dem Strom hier und dem Toaster? Ist ganz okay, ne? Ja. Wir kommen klar, ne? Also, dieses Ding ist Gold wert. Ja. Volker, was hast du denn da? Ja, weiß ich nicht, wie nennt man das? Stromaggregat ohne Benzin? Früher waren die ja mit Benzin, ne? Ja, richtig. Ich würde glatt sagen, eine Batterie. Eine Batterie ist das, genau. Eine Wiederaufladbare. Das ist eine wiederaufladbare Batterie. Ja, Akku, ja. Das ist von EcoFlow, ne? EcoFlow? Ja. Das ist ganz geil gemacht. Ich weiß aber nicht, wie ich mir die gewünscht hätte, als wir unsere Holland-Tour mit Diego und Melanie gemacht haben und wir Strom für seine Schlafmaske brauchten. Das stimmt. Da wäre das Gold wert gewesen, ne? Ja, aber jetzt werden wir es ja öfter nutzen, ne? Ja. Der Toaster ist an. Ja, knapp 800 Watt gehen raus. Ja, gut. Können wir uns ja jetzt auch am Strand gleich füllen? Könnte auch. Willst du auch am Strand könnte auch. Füllen gehen? Ich denke mal, wir werden weiter berichten darüber, ne? Ja, auf jeden Reisen. Fall. Die wird uns jetzt, da, Toast ist fertig, die wird uns jetzt erstmal weiter begleiten, auf jeden Fall. Sieh, hast du wieder Soleil auf dem Arm? Ja. Wir müssen jetzt einpacken. Ja. Wir müssen nach Hause. Aber wir haben den Fred wieder und alles ist gut. Ne? Ja. Ein Wochenende mit Erfolg. Ja. Super. Das war unser Wochenende, ne? Was eine anstrengende Fahrt. So eine anstrengende Fahrt hatten wir von Cuxhaven schon lange nicht mehr nach Hause. Nee. 4,5 Stunden? Die ganze A1 ein Stau. Ätzend. Also das war wirklich nicht schön. Aber ich saß ja hier. Mona saß da. Aber mir macht Stau auch nichts, weil ich das ja gewohnt bin durch meinen Arbeitsweg. Ja, das stimmt. Du bist da eher immer ein bisschen gestresst im Stau. Ich bin nur die Ruhe selbst. Ja. Ja. Nächstes Wochenende geht's direkt wieder los. Mhm. Ich freue mich. Ja, bei dem Wetter. Und wir haben jetzt hier, was haben wir? 27,5 Grad, aber war schon 28 Grad. Ja. Und es soll ja morgen 40 Grad geben. Heute Morgen auf der Platte haben wir so gefroren. 19 Grad. Da war das Frühstück nicht so gut. Nee. Es war kalt und es war windig wie Sau. Ja. Ja. Ach. Jetzt bin ich auch froh, wenn ich gleich zu Hause bin. Ich auch. Aber trotzdem war wieder schön, ne? Ja. Obwohl ich jetzt wieder von der Klimaanlage hier merke, mein Hals ist wieder zugegangen. Ja, du musst das ja auch da von dir wegstellen ein bisschen. Stimmt. Ja, zumindest wissen unsere Leute jetzt, dass uns das wieder besser geht. Ja. Und dass wir jetzt wieder regelmäßig Filme hochladen werden, denke ich mal. Ja, also jetzt, also ich fühle mich, es ist wirklich so, ne? Freitag ging noch so, ja, geht so, Samstag war, heute ist schon so, ja, besser. Also jeden Tag wird ein bisschen besser. Aber man ist, also wir waren jetzt ziemlich lange außer Gefecht gesetzt, fand ich. Ja.
Ja. Und wir sind froh, dass wir den Fred wieder haben. Ja. Die Mädels übrigens auch. Ja. Die haben Freudentanz gemacht. Also es ist unfassbar. Unsere Hunde hassen Autofahren, ne? Wenn die mit mir im Pkw fahren müssen, das finden die so scheiße. Sobald wir ins Wohnmobil einsteigen, ist denen ihre Welt in Ordnung. Das stimmt. Das sind halt Camperdogs. Mach jetzt Feierabend hier. Ja. Tschüss, ihr Lieben. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should